So, ich warte jetzt erstmal, bis wir hier mit der blöden Dings hier fertig sind mit der Verstärkung, ne? Aber ich weiß genau, was passiert, ne? Ich gehe rein, gehe auf die da oben los, lock die schon mal an, ne? Und dann kommt von links und rechts wieder Verstärkungstruppen, ne? Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Verstärkungstruppen, bevor die ja angerannt kommen, ja, von allen Seiten. Wenn ich mich nicht um die Verstärkungstruppen und die Bosse auf einmal kümmern muss. So, pass mal ein bisschen auf. Ja, weniger Schaden. Da. 7% Trefferchance. Dusch. Da kommt schon die nächsten. Voran 42 natürlich. Na klar, Mann. Das ist ein bisschen doof gerade. Wenn ich dich dahin packe, ne, klappt das schon. Oder dich. 25. Ah, ne. Ne. 42, obwohl 42 mal 2. 17. Oh, sie überlebt hat sogar. Oh, ich liebe es. Donk. Donk. Wenn man kritischen Treffer von hier sehen, habe ich noch nicht gesehen, ne? Ja, vielleicht kriegt die auch Daumen vor, ne? Mich angreifen. Ich meine, habe ich daneben auch, aber ich kann sie ja heilen lassen. Wenn sie überlebt hat. Mal den hier. So, ihn erledigt. Oh ja, wow. Cool. Du kannst ja von zwei Feldern heilen, ne? Das heißt, wenn ich dich dahin bewege, wenn ich Glück habe, werde ich so nicht getroffen, ne? Wegen meinen Eisendolch. 17%, ja. Wenn ich doch getroffen werde, dann muss ich halt Hortensia darunter schicken. Ne, muss ich nicht. Okay, cool. Soll ich natürlich heilen wegen Erfahrungspunkte, ne? Aber dafür Pflege anzuwenden. Ja, du machst ja so gut wie keinen Schaden gegen mich, ne? Was ich wahrscheinlich machen muss, ist, ich muss Celica benutzen, um ihn zu erledigen. Auch das ist aber nichts an Schaden, ne? Aber so viel Schaden wird er ja danach nicht mehr haben, ne? So viel AP meine ich. So, wer macht denn hier einen Kill? Wanda? Wanda? Kann ich einen Kill für Wanda vorbereiten wieder? Pff. Irgendjemand? Ich muss 9 Schaden ab. Ich muss 7 Schaden abziehen, ne? Sie hat jetzt mit Wanda ja durch, ne? Der kommt ja noch auf Level 20. Glaubst du mal nicht? Okay.
Kannst du ihn nicht kritten, bitte? Hey, danke. Schön. Ich weiß nicht, welches Ziel ich verfolge, aber ich verfolge es trotzdem. Level 11. Oh, Verteidigung, los geht's. Finalen Team. Er kommt mit ins finale Team. Wahrscheinlich nicht, sehr wahrscheinlich nicht. Aber hey, man kann ja wohl träumen, ne? Aber er könnte es, ne? Wahrscheinlich von alles gewonshottet, aber warum nicht, ne? So, so knapp davor, ne? Ich weiß nicht, was ich von der Musik halten soll, die macht mich irgendwie weiter nicht. So wie merkwürdig. So, 39. Das sind 13, 18 Geschicklichkeit. Ich werde kontern, von daher kommen. Ah ja, bekommt mehr Verteidigung. Ich vergesse es immer. Ja, was geht? Au. Leute, den pögel ich jetzt weg. Aber das ist eine sehr blöde Position, wo du dich gerade eben bewegt hast. Ich hätte lieber gehabt, wenn du dich nach links irgendwie bewegt hast. Ach. Obwohl, das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Das ist genau die gleiche Truppe, ne? Ja, dann mache ich wieder genau das gleiche, ne? Wunderbar funktioniert, ne? Das Fram hochheilen, aber ist doch kein Ding. Das, natürlich triffst du mich jetzt mit 17%, ey. Das, jetzt möchte ich mir was anderes einfallen lassen. Ne, 17%, ich fasse das einfach nicht, Mann. So, aber du wirst ja wohl stark genug sein, um den zu one-shotten, ne? Jetzt mal raten. Nein. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Das Problem ist, zwei Leute können jetzt hier verrecken, ne? Okay, aber einen Moment. Wenn ich dich hier packe, ne? Kannst du 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Nee, warte, warte. Wenn ich dich hier packe, ne? Und du sie hochhals. Dann muss ich nur noch Ram nach rechts bewegen, ne? Ja, weil er kommt jetzt nicht daran. Oh, dann mache ich hier mit. Ja. Ja. Zack. Ja, deswegen habe ich komm noch da stehen. Sie bekommen Erfahrungspunkte durchs Heilen. Ich hätte auch mit ihr ihn erledigen können, aber also kommen beide Kälte, ja. Etwas Erfahrungspunkte. Jetzt nicht gut, wie jetzt hier wieder in jeder Runde ihr Gegner kommen, ne?
Finde ich, muss jetzt schon wieder nicht sein. Da muss ich mal wieder treffen, ja. Ah, Gott. Nein, der hängt nicht von mir, der hängt von ihm ab. Was auch jetzt? Okay, alles okay, alles cool. Mal geschmeidig machen, immer schön flaumig bleiben. Was immer das bedeutet. Ich denn mit Wanda kaputt. Ich glaube nicht, ne? Wenn ich da Schaden ist. Na, ah, wenn er trifft. Ey, warte mal. Ja, das ist so perfekt. Also jetzt, wenn er jetzt nicht trifft oder mein Hauptcharakter nicht trifft, er kann sich nicht bewegen. Weil er gefangen ist, da kann nur mein Hauptcharakter treffen. Aber ich will keine Gedanken drum machen. Keiner levelt so schnell wie. Keiner levelt so schnell wie Wanda. Ich bewege mich so weit von nicht da rein, ne? Ne, da bewege ich mich nicht rein, ne? Warte mal, du hast ein Schwert. Und was mir immer gibt, viel mehr Schaden, glaube ich, ne? Okay. Oh, ihn triffst du. Mach weg. Sieht aus, als würde er irgendwie auf einen zudüsen wollen mit seiner Lanze. So. Gleichfalls. Bäbä, so wie du mir, so ich dir. Das muss Klan den aber auch erledigen, ne? Kein Problem. Stimmt, der hat eine. Klan besteht ja nur aus Geschicklichkeit und Fähigkeit, ne? Gegner doppeln und garantiert treffen, kein Ding. Was anderes kann ich gar nicht. Ich sage es jetzt zwar so als Witz, aber ich glaube, das stimmt so ab. So. Ah, ich sag, wenn ich schon wieder mit 14% triffst, ne? Ah. Jetzt sind sie da oben. Mein Gott, ey. Kriege ich da? Warum mache ich ihn jetzt nicht platt? Aber das ist ein Dings, sehe ich gerade. Alles klar, ich ihn nicht kaputt krieg. Aber den kriege ich kaputt, ne? Ja. Ja, weil müsste. Oh ja. Na, das, wenn ich dich kaputt haue, ne? Lahmheit.
So. Ich einmal, ne? Ja. Okay, so einmal kriegen könntest du ruhig schon, ne? Nicht gut, wenn das hier gerade am Laufen ist. Schlimm, ich treffe jetzt 100%. So, ich habe es geregelt. Mache ich doch gerne. Jetzt geht's wieder rein, prügel ihn in den Weich, ne? Ja, cool. Eine Faust aus Stahl. Läuft das hier super. Ich hoffe, es ist locker, ja, die Verstärkungstruppen zu erledigen. Sie hat auch ein Level abbekommen, sehr cool. Alter. Also die Werte, die sie hat, sind schon unnormal hoch. Warte mal hier. Kannst du ihn One-Shotten? Ich glaube nicht, ne? So, er schafft ihn sogar hiermit zu treffen. Halbwegs. So. Hm, zwei Crit. Und du bist weg. Nein. Doch. Nein. Doch. Na, mach mal. Ich habe langsam, ich bin ziemlich gut. Ich weiß nur einmal, sind meine Charaktere irgendwie voll unnormal stark gerade. Und da habe ich jetzt einfach mal ausnahmsweise geschafft, meine Charaktere vernünftig zu platzieren und irgendwie vernünftig zu den richtigen Leuten zu bewegen und was weiß ich nicht alles. Irgendwann war ich auf jeden Fall definitiv richtig heute. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich mich erstmal um die Verstärkungszone kümmere. Ne? Normalerweise kümmere ich mich immer schon irgendwie, weil nicht. Ich versuche immer so viele Gegner wie möglich irgendwie an mich heranzuziehen. Und darüber mache ich mich, dass ich hier nicht irgendwie, weil nicht von allen Seiten irgendwie durchgeknebelt werde. Keine Chance habe gegen die Gegner. Nächstes Mal warte ich die Verstärkungszone mir ab. Also kommen sowieso irgendwann auf mich zu ran. Ist nicht so, als müsste ich zu irgendwie zu denen gehen. Ne, die kommen sowieso irgendwann auf mich zu. Aber da immer bisher. Wie schwachsinnig. So, wir pirschen uns langsam näher, ne? Nein, ich wollte dich heilen. War ja noch jemand Heilung tatsächlich. Hm, köstlich. Okay. Hey, keine Verstärkungsrunden. Kann man ja schon mal ein bisschen weiter gehen, ne? Und zwar, aber sobald ich wieder hier bewege, kommen sie wieder von allen Seiten, ne? Von allen Breitseiten. Oh, Mann.
beschütze euch. Da ist noch niemand in der Nähe. Darf ich vielleicht mit meinen Charakteren hier erstmal hier verbünden, meinen restlichen. Kann den irgendjemanden kontern, du, ne? Aber du kriegst kritische Trefferchance ab gegen deinen Voran. Du hast einen Langbogen, ne? Du hast einen Langbogen, oder? Ja. Finisher Angriff 23, dann macht den einen Schaden. ich traue mich nicht mit Voran da reinzugehen. Kritische Abwehr 18. Oh. Man weiß halt nicht. Oh, ist gar nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was für einen Effekt ich daran habe. Also pass auf, jetzt kommt er wieder, ne? Von allen Seiten. Kommen sie jetzt alle, ne? Ich tue definitiv sehr viel oder so. Sehr viel, ne? Ich will definitiv irgendwie triggern dadurch. Pass auf. Ja, blöd ist jetzt natürlich, wenn sie jetzt wieder Verstärkungsrum von überall kommen, ne? Aber ich habe gar nicht daran gedacht, dass er halt überhaupt überleben könnte. Ich habe ihn einfach jetzt da rein platziert. So, ja, passt schon, ne? Warte mal, warum habe ich nicht gekontert? Mach ich ja jetzt erst. Ach, wie vier Schaden. Der Sack. Masse Plot. Schaffst du ihn zu erledigen? Oh, perfekt. Gott, da muss ich eine Menge Leute heilen gleich, aber geht halt nicht anders, ne? Kannst du ihn erledigen? Ah. Mach ruhig platt. Mach Chloe zum Heilen. Au. Oh, ich wusste, aus irgendeinem Grund wusste ich, er kommt mit dem dritten Treffer zurück. Ich finde es echt nicht al dente, dass du mich so angreifst, okay? So, jetzt muss ich nur die ganzen Leute hier hochheilen. Warte mal, du hast einen Moment, ne? Komm mal hier hin. Rup. Cool. Ein bisschen näher farmen, ne? So Na, sofort. Also langsam sie jetzt nicht auf mich zugerannt kommen, ist eigentlich alles okay. Ach ja, kann ja auch heilen.
So. Ich könnte ja schon mal irgendwie versuchen, die anzulocken, aber ich warte bisher erstmal, bis die Gegner fertig sind, ne? Ich wollte gerade nur sagen, ne? Die bewegen sich doch wahrscheinlich sowieso von allein irgendwann, ne? Und sobald ich jetzt auch nur denke, da kommen sie direkt. So. Okay, anscheinend haben Weise. Anscheinend ist der Maximalwert vom Weisen AP 43. Schade. Ich glaube, das sicherste, was ich machen kann, ist. Oh ja. Und er kann sich diesmal nicht teleportieren, ne? Ja, gut, dann locken wir dich mal hier hin, ne? Wie ist mit euch aus? Wenn er mich schon nicht trifft, ne? Dann. Oh, ihr trifft mich eher. So mal hier hin, ne? Und gegen euch gibt es da auch was. Ihr seid alle. Nein, ich kann nicht sogar. Wird ja schon wieder der einfachste Boss überhaupt sein. Ich muss mal nachdenken. Fram ist außer Reichweite, ne? Also kurz davor, obwohl ich hier hinkomme, ne? So, okay, einen Moment. Erst einmal dich heilen. Was ist das für eine Wand? Was ist denn die so schmal? Ach, die ist so schmal an den Seiten. Muss schon sagen, sieht mal komisch aus. So, du mit dem Langbogen. Ist ja wohl. Oh ja, ordentlich Schaden machen. So, dann beweg ich dich. Hier hin, ne? Mit dem Langbogen. Vielleicht mit meinem Hauptcharakter daneben. Mit Protection. Und boom. Ja. Das geht. Nein. Bisschen zu weit gegangen, Mann. Du bist zu weit gegangen, alle Zabern. Da kann aber unmöglich so einfach sein. Das ist bisher lächerlich einfach. Weil es glaube ich immer so, wenn ich irgendwie aus den Nebenquests irgendwie komme, ne, dass irgendwie, weil nicht Story Quests ein ganz klein wenig einfach sind. Da war manchmal schon umgekehrt, ne? Da bist du irgendwie von der Nebenquest irgendwie, ne, da bist du das, weil aber meistens habe ich ja immer die Nebenquests. Ich habe ja nur mal Kapitel 17 ja vor den Nebenquests gemacht. Man hat ja gesehen, wie das geendet ist, ne? Nicht mal voll aufs Fressbrett bekommen. So, und da dürfte jetzt ja voll einfach sein. Ja, viel Glück, mich zu treffen. Aha. Wow. Ich bin auf den Langbogen jetzt gegeben. Ja, okay. Boah. Protection. Ach, fast. Wenn er den Langbogen von links bekommen hätte, ne, dann wären die schon tot. Unser 4.
Und hat sogar überlebt. Also von den Zahlen her nicht, aber er ist ausgewichen. Von daher. Lass mich raten. Nein, okay. Ich habe jetzt gedacht, Zephyr wird sich bewegen, aber nee, mach es mir noch einfacher. Kann ich dich ansprechen? Kannst du dich uns anschließen? Okay, wow, ihn kann ich. Kann ich ihn mit Einschlag? Ich kann ihn mit Einschlag erledigen. Sehr cool. Machen wir erstmal dich fertig. Jetzt kommt mein Hauptcharakter und macht dich einfach so fertig. Ne? Das wäre absolut gar nichts. Aber mehr Fähigkeit, das heißt mehr Crit-Chancen. Ist nicht mehr so cool, ne? Ohne Ringe, ne? Da habt ihr gar keine Chance mehr. Welches Level hat er? Krieg ich überhaupt Erfahrungspunkte dadurch? 15, oder krieg ich ja Erfahrungspunkte, ne? Und ich tue ihn einfach mal casual hier in einer Runde erledigen. Alter, es hat eh geklappt. Oh, ich glaube, er ist ganz tot. Nein? Okay. Keine Ahnung, für einen Moment habe ich irgendwie gedacht, die Musik würde gestoppt. Das ist normalerweise ein Anzeichen dafür. So hat Charakter echt drauf gehen. Und wir haben deinen Geist erhalten. Und dein Weißbrot. Na, und die kann ich jetzt einfach so da pflücken. Okay. Da kann aber unwirklich so einfach bleiben. So, am liebsten würde ich ja mit Wanda reingehen, ne? Aber geht leider nicht. Wo ist hier bitte? So, ich muss echt Dings einsetzen. Da können wir schon mal Zephyr anlocken. Zephyr. Wird ja eigentlich auch nicht mehr so stark sein. Ich will mehr Geschicklichkeit, Mann. Aber wenn die im nächsten Zug auf uns zukommen, dann, dann bist du ja physisch an. Das ist ein bisschen heftig, der Teil. Aber ich kann die gar nicht anlocken, weil die dann. Ne, die sollen mal schön auf mich zukommen. Ich meine Charaktere erstmal hochheilen, ne? Oh, doch, du bist fertig. Ne, ne, die können mal ruhig auf mich zukommen. Dich hoch. Also schrecken einfach bisher. Ja, was kommt da ja noch, ey? Level 12. Wahrscheinlich die einzige Person auf YouTube, die irgendwie versucht, hier Wanda zu benutzen. Ich glaube noch nicht mal, dass ich damit so selber treibe. Ich habe schon andere Leute Fire Emblem spielen gesehen, also nicht dieses Spiel, aber allgemein schon. Ich sehe schon. Aber dieser Charakter tötet nicht alles mit Einschlag. Auf die Bank. Nicht doch normalerweise Leute Fire Emblem spielen. So.
vergessen, Drachenader. Oh, da kommt noch Verstärkung. Ja, ich will trotzdem erstmal hier bleiben, würde ich sagen, ne? Sie haben mich erreicht, ne? Alle Folge halt, ja, ne? Ich muss euch anlocken, ne? Okay. Sehe schon. Ich warte jetzt bestimmt nicht, bis der hier unten ankommt, ey. Weiß, was passiert, wenn ich die anlocke, ne? So, 37 Attacke. Warum macht sie weniger Schaden als die Leute um sich herum? 168. 46, okay, sie hat mehr. Wenn ich dich hier im platzieren, dann bist du auch von drei Leuten angegriffen, ne? Oh. Oh. Sag doch gleich. Jetzt 10 gar nichts. Ah ja, sie hat noch Foran. Ah. Na, warte mal, ist doch gar nicht so schlecht. 144, 144 genau. 44. Was, wenn ich sie da einpacke, ne? Mal Protection. Dann mache ich noch. Wo ist Saphir? Da. Nimm du mal kurz den Langbogen. Du bist ja sowieso nicht getroffen. Noch den hier. Noch den hier. Oh. Na, jetzt kommen wir rein. Ich wag dich. Wag dich. Okay, sie ist sowas von tot. Du bist gerade in meine Fallenkarte reingetreten. Ein Kret, bitte. Nein, okay. So, aber ja, jetzt kommen die alle. Okay. Okay. Jetzt ja diese Leute alle hier, die müssen alle tot sein, wenn dieses Zug ist. Was jetzt nicht, glaube ich, so schwierig sein wird, ne? Mal kurz überlegen. Ich habe Excalibur. Aber Clan brauche ich vielleicht zum Tanzen. Oh, er kann sie aber one-shotten. Fast. Ja, er trifft sie garantiert. Nicht mal. Ich werde ja definitiv tanzen müssen. So, irgendjemanden hier erledigen. Mit dem Wodau. Du müsstest zweimal kretten. Das kriegst du doch hin, oder? 63%, warum ist das so wenig? Kannst du überhaupt sie? Du kannst sie. Nichts an Schaden. Ja, dann eben so, ne?
Zweimal kritten, komm. Einmal. Oh nein. Wenn ich schon gesehen habe, wie sie auf ihn zugerannt ist, habe ich schon gewusst, sie wird nicht kritten. So, das auch Elfenwind, ne? So. Ja, gut gemacht. Das ist jetzt so viel einfacher, wenn man nicht auf die Ringe achten muss, ne? So, ein so ein Crit wäre nicht schlecht, ne? Ich muss mich bewegen mit ihm. Oh, was? Hm, dann machen wir mal den hier, ne? Charmeur. Kraftimpuls. Oh. Ist eine Magie Drachenretterin, ne? Da könnte man eigentlich meinen, sie wäre relativ resistent gegen Magie, ne? Aber weil Drachenritter, also Weibernreiter, sind in der Regel eigentlich relativ schwach gegen Magie, ne? Was ist dann der Grund hier? Oder ist der Sonnenbogen effektiv gegen Drache? Nee. Also nicht mehr als ist einfach sehr viel stärker mit Magie. Nö, dann weiß ich jetzt nicht. Und ich kriege doch bestimmt Down hier, ne? Oh, ihr seid Schwertkämpfer da oben. Okay. Aber du lebst ja auch noch. Ja. Komm. Irgendwas hast du nicht treffen. So, du müsstest doch eigentlich relativ gut ausweichen können, ne? Aber du machst keinen Schaden. So, ich muss nur noch darauf achten, wenn ich Zephyr kaputt krieg. Ja, klappt schon, ne? Pass auf. Pass auf, wie das gleich klappt hier. Hast du mich überhaupt damit? Nö. Ich glaube, das wird nicht reichen. Also, solange er nicht eine Person hier mit einem Schlag erledigt, ne? %95. Also was? Kannst du mal ausnahmsweise versuchen zu kritten? Natürlich triffst du mich damit. Okay, da wird den Kindern nicht so geklappt, leider. So, kannst du ihn... Nee. Da bleibt ein Pfitzelchen natürlich übrig. Mmh.
Schaden war, oder? Du machst wenig, du hast mehr, ja, du machst weniger Schaden. So, du wirst mich aber nicht treffen, ne? Fünf Prozent. Ne. Ich dort mal ran. Ja, ne. Ich mache genauso wenig Schaden. Ja, okay. Passt schon. Zack. Lahmheit. Daneben. So, Clan. Du kriegst ja mehr Treffer, ne? Wenn du neben meinem Hauptcharakter stehst, oder? Habe ich mit Einschlag? Okay, irgendjemand anders. Du. Du. Oh, Karnax. Muss aber nicht wieder alle treffen. Saphir, kriegst du ihn down? 22. Oh. Diamant. Ja. Diamant. Bruder. Ich bin einfach von diesen blöden Korbschlägen, ja. Abhängig. Jetzt mit dem Würmtöter aus. Ey. Jetzt hiermit aus. Machst du auch mehr Schaden, ne? Nö. Pff. Ich habe noch mal wir zum Heilen, ne? Ich habe Fram noch zum Heilen, aber sie kommt da nicht ran. Mal eben platt. Aber wenn sich Vel jetzt da oben bewegt, ne, und die Typen von unten auch noch kommen, ne, ich meine, down kriegen wir sie auf jeden Fall, ne, mal wie viel Schaden nehmen wir. Aber ja, mal so. Donk. Da, okay, sie ist tot. Mir ist gerade aufgefallen, wie lange ihre Haare sind, ey. Sie verwandt mit Vel, sie hat genau irgendwie die gleiche Haarfarbe. So, wir haben da Color Boy. Cool. Hm. Da habe ich mich schon gefreut, ne? Sobald wir irgendwie hier sobald wir legendäre Waffen bekommen, ne? Im Gegensatz zum früheren Fire Emblem Spiel gehen die auch nicht kaputt irgendwann, ne? Das heißt, wir können die immer und immer wieder benutzen. Muss ich mal vorstellen, ne? In früheren Fire Emblem Spielen, da muss ich sie aufbewahren, weil die irgendwie nur 20 Mal oder so bewegen, benutzen konnten, ne? Alter, Royce Klinge, ne? The Sealed Sword, ne? Konntest du nur 20 Mal benutzen. Das ist halt nutzlos. Das hat voll kacke gemacht gewesen damals. Deswegen habe ich die auch meistens nie benutzt. So, ja, komm. Geschicklichkeit 18, 24, der doppelt mich. Doppeltag. Nee, bleiben wir mal da weg. Obwohl einmal Dingens hier, ne? Na, mal hier den machen, ne? Oh. Safe. Ah,
So, bis jetzt lief's noch. Er ist noch eisstellig. Seht weg, Alter. So, jetzt müssen wir die Welle auch noch erledigen. Schon wieder der nächste. So, ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Position jetzt gerade ist. Den ja. Glaube ich, ob das was gebracht hat. Wohl, ne. Obwohl. Woran? Habe ich dir wieder treffen? Ja. Warum guckt ihr denn alle nicht genau ran? So, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache. Weil er ja. Ich glaube, ich habe da schon wieder ein bisschen zu voreilig gerade. Das eine, du hast einen Tomahawk. Er wird sogar überleben. Okay, das ist jetzt beide Treppen. Alles klar. Sehr cool. Ja, sie kann ich glaube ich nicht dahin bewegen, ne? Nein, alles cool, alles cool. Nein, nein. Gott. Obwohl, warte mal. 50, nein, okay. Sie überlebt auch, kein Ding. Sie allerdings nicht. Dann packen wir dich hier noch hin. Perfekt. War ich nur Leute, die alle über 40 HP haben. Und das sage ich, alles okay. Und über 20 Geschicklichkeit. Aber... Okay, 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 okay. Alles okay, alles okay. Alles okay, alles okay. Hm, oder? Ich glaube nicht eine Sekunde, dann wähle die ganze Zeit da warte, bis wir zu ihr hinkommen. Obwohl die Startposition ganz schön unfair ist, ne? Eigentlich müsste ich nur warten, bis ich irgendwie in Reichweite da komme. Dann zieht die mich mit Falle irgendwie da rein. Aber mittlerweile sind alle Gegner immer, alle Bosse auf mich zugerannt. Den glaube ich nicht, dass es diesmal anders ist. Mal schauen, ne?
So, wer ist denn hier noch so noch unterlevelt? Ich weiß nicht, wie es Diamant immer schafft, irgendwie noch so halbwegs unterlevelt zu sein. Der Typ ist so stark, ne? Das ist einer meiner stärksten Charaktere, finde ich. Aber der hängt immer irgendwie hinterher so mit dem Level. Ich weiß nicht, wie der macht. Aber es ist voll einfach, mit denen hier Kills zu bekommen. So. Den gesehen, Diamant. Ist schon beeindruckt. Ich glaube, der Grund, warum der so stark ist, liegt eigentlich nur wegen dem Silberschwert, ne? Das Silberschwert, irgendwie was den so stark macht. So, ein Moment mal, Colored Bolt, ne? Wer hat das noch mal jetzt? Wer hat Colored Bolt? Du. Wäre bestimmt was für Lapis, ne? Aber wie viel wiegt das? Sehe ich nicht, ne? Er wird nicht runter gedrückt davon, das heißt, es wiegt mindestens 16. Aber ja, wozu sollte ich mit ihr irgendwas anderes ausrüsten, ne? Gewicht 12. Gewicht 12, Kraft 15. Ist gar nicht so stark. In sein Silberschwert ist ein Rip-Off. Was man mit meinem Liberation, da ist um 3-2 Punkte schwächer, wiegt aber nur 4 Gewicht. Okay, da muss ich noch mal, muss ich mal irgendwie gucken, wen ich das gebe. Irgendwann, aber bis jetzt sieht das nicht so gut aus. Irgendjemanden. Ich tue mal die Heilanimation skippen. Dann muss ich immer noch herausfinden, wie ich diese eine Situation erledigt kriege, ne? Obwohl, da ist ein riesiges Feld, wo irgendwie war er nicht. Wo Vale irgendwie Ausweichbonus und so bekommt, ne? Man könnte eigentlich meinen, das wäre eine gute Idee, die da zu lassen. Aber die wird wahrscheinlich gleich irgendwann kommen und auf mich zuschargen, ne? So. Die bleiben da, ehrlich. Ja, voll nervig. Also spätestens, wenn ich irgendwie einen von denen hier abballer, ne, kommt da bestimmt hier die ganze auf mich zugedüst, ne? Ja, deswegen muss ich mal hier ausprobieren, ne? Du gibst nicht Stärke, ne? Aber du hast noch nicht mal genug. So viel dazu. Ich meine, das Spiel ist ja, ganz offensichtlich. Das Spiel legt ja ganz offensichtlich darauf an, dass ich irgendwie da reingehe, ne, damit die mich mit Falle reinzieht und dann machen die mich fertig, ne. Das ist ja irgendwie ganz offensichtlich, dass genau das irgendwie das Spiel abzielt, ne. Das heißt, sobald ich immer hier platziere, ne, kommt er, Falle, und dann sind hier 5.000-6.000 Gegner, die mich alle kaputt hauen, ne. So, und ich muss ihn erledigen, bevor ich Vale erledige, merke ich gerade, weil super gutes Messer hier, ne. Ist das ein Messer? Das ist ein Messer, ne. Kein erst Vollgang für Eminizien. Was ist das denn dann für ein, oder ist das ein Schwert? Ne, das ist ein Dolch, ne. Dinger 28 Stärke.
meine, es ist natürlich auch Treffer 96. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von was Treffer hier abhängt. Ne? Hängt das hier von Ausweichen ab? Ich bin mir ziemlich sicher, Treffer hat auch irgendwie was mit Resistenz zu tun. Ne? Also können wir halt natürlich auch versuchen. Ne? Ich kann einfach versuchen, dass du hier, weiß nicht. Ich kann einfach darauf anlegen, dass du irgendwie, ja, weiß nicht. Ich kann dir deine Falle hier irgendwie ausbrennen lassen. Wäre natürlich auch eine Strategie, ne? Aber sobald ich hier reinkomme, kommen wahrscheinlich alle und greifen mich an, ne? Ich muss mal gucken, wie viel Schaden Dings macht hier. Na, ich tue mal alle Leute hier, die einen Support mit ihr haben, reinpacken. Sie noch mehr Ausweichen bekommen. So, ich nehme mal an, da kommen jetzt nicht mehr irgendwelche, ne? Wo ist hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Wenn ich ihn natürlich kaputt kriege, ne? Dann muss ich mir um das hier gar keine Sorgen machen. Mache ich aber nicht. So. Dann zu meinem nächsten Trick. Und zwar, ich brauche... sehen, wo warst du? Muss ja mehr Resistenz, ne? Ja, wollte ich den Sonnenbogen nicht ausprobieren. Ja, 20. Ich könnte den vielleicht erledigen. So, dann nehmen wir kurz den Stahlbogen, ne? Du kannst ihn ja ausrüsten, wenn Dings hier ist, ne? Wenn du mit denen verbunden bist, oder? Das gucken wir mal. Aha. Okay, nein. Aber du kannst nicht da hinwechseln. Okay, so viel dazu. So, dieser plus 3 Schaden wird, glaube ich, nicht genug sein, ne? Hast du irgendwas, mit dem du besser ausweichst? Ich überlege gerade, kriege ich noch irgendwo Stärke, ja? Gute Frage, ne? Aber ich glaube nicht, ne? Sie hat nur mit Fogado und sofort. Dann über einen Unterschied machen. 15 Schaden macht sie so. Ich glaube nicht, dass ich 8 Schaden noch irgendwo rausbekomme. Ja, dann macht sie auch nur 15. So, dann glaube ich, meine einzige Strategie ist im Moment, sie hier hin zu platzieren, ne? Und versuchen. Sie muss versuchen, einfach auszuweichen, ne? Aber wenn er da näher kommt, dann muss ich ja trotzdem da rangehen. Ja, warte mal. Kann ich einfach Protection hier einsetzen? Klappt das? Zeig mal. Ah, du. War wieder so hart von klar, ne? Ah, ist halt ätzend gerade. Ja, ich hab vergaut und immer deinen Dingen wieder. Da will ich gerade, wie ich das sonst machen soll. Ich habe noch eine Idee. Dann muss ich aber einmal Rettung einsetzen. So. Auch nicht, wenn ich näher komme.
Na, jetzt kommst du. Und da hat nichts gemacht. Er hat nicht meine Ausweichfähigkeit beeinflusst irgendwie. Oh, das ist nicht gut. Hallo? Hallo? Okay. Das ist das Gefühl, die werden sich im nächsten Zug bewegen. Irgendwas sagt mir das, ne? Weiß nicht was, ne? Lass mal gucken. So, ne. Okay, aber ich würde den trotzdem gerne erledigen. Ich muss dann aber das gibt's jetzt einfach nicht. Kriegst du natürlich wieder nicht erledigt. So. Aber macht nichts. Ah, so, der ich gebe. Warum bist du so gut im Ausweichen? Ach, wegen, boah, ist klar, der gut im Ausweichen ist, der ist in so einem Ausweichfeld, ist klar, der. Okay, neue Strategie. Wir kümmern uns erstmal um die Leute hier. Ist ja schon wieder vor und ehrlich. Du. So, oh Gott, hoffentlich habe ich mir jetzt nicht. Okay, also wenn nur er sich jetzt bewegt, ist ja eigentlich okay, ne? So, da ist einer mit einem Silberbogen, den krieg ich auch down, ne? Diese Crit-Chance gefällt mir nicht. Okay, okay, solange alle aus der Reichweite von dem gehen, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber ja, wird das schon klappen, ne? Ja, guck mal. So, dich kriege ich, wo ist Lapis? Nicht da, habe ich schon bewegt, verdammt. Okay, alles klar, okay, kein Ding. Dann weiß ich aber nicht, worauf irgendwie, wovon Abwehr, Ausweichen ja abhängig ist, ne? In Sachen Magie, Staatsstäben und so was. So, da kommt eine Menge Gegner gerade, ne? Okay. Gott, der hätte mich mit dem Crit erleben können. Okay. Das Gute ist, hier ist noch ein bisschen Erfahrungspunkte für mich, ne? Oh, perfekt. Ich hätte mich ganz mal. Ja, cool. Oh, sehr cool. Ja, was geht, na? 7% Griff, Treffer Chance. So. Da kommen noch mehr Leute. Da sind auch noch welche. Ach ja, da oben sind ja auch noch welche. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh, oh. Das könnte ich jetzt skippen. Das ist eigentlich die gleiche Gegnerkonstellation wieder, ne? Wie hier loskommt. Aber oh Gott, ich muss das ja rushen, ne?
Oh Gott. Oh. Oh, ich hasse das. Oh Gott. Wie soll ich denn das alles erledigen? Geht nicht. Ich wusste, ja, kommt noch irgendein Mist. Ich wusste das. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Hm. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, das zu überleben. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Hast du mehr Verteidigung? Nö. Ich muss einfach mal testen, ne? Im nächsten Zug noch mehr Verstärkungstruppen kommen, ne, dann ist halt unmöglich. So. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn ja noch mehr Leute kommen jetzt, ne, im nächsten Zug, dann ist das unmöglich. Dann muss ich da durchwaschen, ne, bevor ich mir jetzt hier meine Zeit verschwende und versuche, die zu erledigen. Also ich meinen ganzen Zug jetzt geben, wenn es geht. Okay. Oh. Alter. Nee. Okay, nee, das ist unmöglich. Nee, das geht nicht. Wie viele Gegner da kommen, nee. Nee, das geht nicht. Das ist unmöglich. Also ich muss da oben reingehen und das stürmen, wie blöde. Das sind zu viele Gegner, die schaffe ich nie im Leben. Genau, das habe ich befürchtet, ne? Bevor ich mich jetzt hier rummetze und versuche, die alle zu erledigen, ne? Da gehe ich lieber und versuche da auf die Weise hier. So. Wie mache ich das nur? Ah, sie wird hochgeheilt, das heißt, sie anzugreifen wird nichts bringen. Ich wusste einfach zu einfach, ey. Ja, ich muss ja mehr oder weniger reingehen und die mit einem Schlag ja alle wegputzen. Nur wie mache ich das, ne? Okay, 1, 2, 3, 4. Du brauchst, glaube ich, den hier, ne? Nein, jetzt hat er den. Kann ich nicht von dir aus erreichen. Das reicht noch nicht mal. Alter, wie weit kann er sich bewegen? Aber ich treffe ihn nicht, weil er in diesem blöden Ding drin ist. Ein Stahlbogen. So.
Hat er überhaupt geklappt gerade mit Protection? Nee, ne? Ich habe gerade ausprobiert, hat gar nicht geklappt, ne? So. Okay. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwie... Warte mal, bin ich außerhalb seiner Reichweite, wenn ich das mache? Wenn ich da hingehe, dann trifft er mich gar nicht, ne? Aber nur den hier, oder? 50 Angriffskraft. Treffer 145. Und wenn ich hier hingehe, ne? Eigentlich muss ich ja nur noch den Dieb erledigen und dann Vale, ne? Ich kann nicht Vale als erst erledigen, weil sonst kriege ich dieses Messerchen nicht. So, ich brauche. Machen wir so, okay. Ich brauche einmal, wenn es geht, einen Rettungsstab. Ja. Ja, Dings, ah. Damit sie wieder ja schützen. Also ja, ich muss da einstürmen, ne? Ich kann nicht gegen die alle auf einmal kämpfen. Okay. Dann gucken wir mal. Und zwar, was mache ich hier am besten? Du hast Ausweichen von 70. Ich werde dich definitiv erledigen. Ich will vielleicht auf Nummer sicher gehen. Sein, was ich ja machen muss, ist, ich platziere dich hier rein. Ne? Fram kommt daneben. Mit Protection. Weil hat sie nochmal für einen Effekt. Ausweichen im Kampf. Das ist nutzlos, weil sie schützen kann. Ich kann natürlich auch Dings hier anpacken. Wo ist sie? Lapis. Dann bestimmt garantiert kritten. Ja. Sie dahin. Kommt Fram und setzt Protection ein. Wehe, du kommst nicht auf mich los. Und dann müssen wir irgendwie so schnell wie möglich da reingehen. Anders geht hat er nicht, weil zu viele Gegner, einfach zu viele Gegner, unmenschlich, eine unmenschliche Anzahl von Gegnern. Oh Gott, da habe ich nicht gesehen. Okay, Gott sei Dank. Okay, der kommt auch noch nicht auf mich los. Ey, das gibt's jetzt nicht, Mann. Mein Gott, ey. Das heißt aber, ich kann ihn ja erledigen. Okay, 14%. Ja, bitte. Ja, das kann ich mich um ihn kümmern, aber... Die bewegen sich alle nicht raus, ey. Das gibt's nicht. Hm.
das mies, ey. Wie soll ich mich denn da vorbereiten, Mann? Okay. Oder mal ein Gegner erledigt hier. Ich den mal wollten, aber okay. Ich wollte trotzdem immer noch hier. Ah, wie mache ich denn das jetzt hier? Was ist mit dir? Kommst du auf mich los? Was ist nicht, ob der nicht auf mich loskommt, ey? Was, wenn ich das mache? Wenn ich in zwei Reichweiten hier gehe, dann geht er bestimmt auf mich los, ne? Pass auf. Immer kackfrech, die Leute hier. Alter, ich habe die in Reichweite von zwei Leuten gepackt, ne? Und die kommen immer nicht mit uns los, ey, da gibt's nicht.